eine Woche. Ey, übermorgen fliegen wir nach Brasilien. Und jetzt sind wir tatsächlich in Brasilien. Es gab zwei Arten von Tourtagen. Der eine Tag war ausschlafen, frühstücken, in Ruhe losfahren. Und der andere Tourtag war einfach gar nicht schlafen, total besoffen in den Tourbus setzen, 12 Stunden unterwegs sein. We're live and online. We're online. Tomorrow I'll be in Rio de Janeiro, Brazil. Da gibt es eine Menge zu erzählen. Was ich sehr cool fand, so, das war, dass wir da oben auf diesem Jesus waren. Zum Beispiel, dass ich einen Dinosaurier gesehen habe, so einen kleinen. Ja, wie heißen die nochmal? Iguan. Was ich aber auch extrem gut fand, dass wir mit einer anderen Band auf Tour waren, nämlich mit Elektrofan, die uns sehr viel geholfen haben bei Übersetzung, bei sowieso der ganzen Organisation der Tour, die ganze Durchführung der Konzerte, sowieso das ganze Booking. Ohne die wäre das alles gar nicht so geil geworden. Task in Argentinien, wir sind im Sack. Gerade Buenos Aires, gleich Rosario. War das wirklich die angenehmste Tour. Ich habe mich die ganze Zeit gut gefühlt. Ich habe mich auch die ganze Zeit treiben lassen. So weit waren wir noch nie weg von irgendwo. Und dass man mit seinen eigenen Songs und seiner eigenen Band, was man sich selber ausgedacht hat, um die ganze Welt reisen kann, ist für mich das abgefahrenste, geilste Ding, das ich mir überhaupt vorstelle. And you say, Pau como paca, okay? Yeah. All right. Pum shakalaka. Pau como paca ist ein Thema für sich. Das ist etwas schade, dass er die Band verlassen wird. Pau como paca ist halt einfach mal der geilste Typ auf der ganzen Welt, ne? Ich glaube, wir alle sind super traurig. Ja, ist natürlich schade und traurig, ne? Aber würde ich mal sagen, nochmal imposantes Finale hingelegt. Finnland, Russland, England, Brasilien und Argentinien durfte ich mit dieser sehr charmanten Reisegruppe bereisen.
mal alle Fünfe gerade sein lassen. So. Und sich nicht immer gleich über jeden Scheiß aufregen. Das hat man auf jeden Fall von Paul gelernt. Ansonsten, was habe ich gelernt? Bass spielen. Niemand packt den Turbos so gut wie er. Ich glaube nicht, ich habe nie so richtig zugeguckt. Ich weiß noch nicht so genau, wer diese Aufgabe in Zukunft übernehmen soll, aber... Ich hoffe, dass sich das einer mal abgeschaut hat. Kofferraum Tetris. Jetzt seid ihr bereit. Jetzt könnt ihr es alleine. Obrigado!